Da sind die zwei, ja. Und den einer, das hast du dir auf jeden Fall verdient, Isaac. Hast du gut gemacht. Brav gekämpft. Mit so vielen habe ich jetzt nun auch wieder nicht gerechnet. Aber ich habe damit gerechnet, dass man hier auf jeden Fall kämpfen muss. Fortschrittsbericht Jacob Temple. Die Triebwerksprobleme sind keine Fehlfunktion. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Haupttriebwerk gekannt und die Ventile beschädigt. Wir haben gerade eine Stunde damit verschwendet, sie zu reparieren. Wir müssen die südliche Betankungsstation in Betrieb nehmen, aber irgendein Trottel hat den Strom abgestellt und den Schutzschalter blockiert. Keine Triebwerke, wir stürzen bald auf den Planeten. Was jetzt? Hier muss doch jemand sein, der eine Ersatzkarte hat. Sieh nach, ob... Warte, hörst du das? Denn was los? Warum fragt man eigentlich immer, hast du das gehört oder so? Geh einfach davon aus, es hat jeder gehört und lauf. Okay, das heißt, wir brauchen eine Ersatzkarte. Wenn ich das jetzt richtig aufgeschnappt habe. Genau, Schlüsselkarte. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ey, habt ihr das Bein abgeschossen? Ist unfair. Er hat sich bewegt, ohne dass ich das wollte. Einen Schuss habe ich abgesetzt, den wollte ich jedenfalls nicht. Müsst ihr mir glauben. Ja, wo ich anfangs noch gesagt habe, ja. Einen brauche ich nicht so wirklich. Entweder bin ich raus aus dem Spiel oder ich pack's gerade echt nicht einfach, keinen Schaden einzustecken. Oder ich bin generell schlecht in Shootern. Darüber können wir auch noch diskutieren. Aha. Da ist ja die Karte. So, wo wird sie herkommen? Du brauchst Strom. Ja, dann mach ich mal den Strom an, ne? Sofern ich jetzt nicht zufälligerweise gestört werde. Ja, bitte? Hammond. Daniels? Du hast es geschafft. Gott sei Dank. Nach der Nummer mit der Brücke dachten wir. Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich im Computerkern verbarrikadiert. Ich kann sie hören, aber noch haben sie mich nicht bemerkt. Isaac, ich habe deinen Rig getrackt. Du bist im Maschinenraum, ja? Ich werde mir Adminrechte besorgen. Vielleicht kann ich helfen. Leck dich mal rein. Du bist auf jeden Fall Nummer 1 des Teams. Wollte ich schon immer mal sagen. Sicherheitskarte wird erfasst. Aha, aha. So, so. Wenn dann wahrscheinlich wieder Level 1. Los, komm. Willst du nicht aufmachen? Oder war das hierfür? Ja, will ich jetzt keine Lebenserhaltung mehr haben oder will ich kein Licht mehr haben? Ach du, ich glaube. Ich glaube, das ist immer noch am effektivsten. Wir haben hier noch so viel Sauerstoff rumstehen. Sei denn, es kommt jetzt irgendwie unerwarteterweise zum Kampf. So wie jetzt zum Beispiel. Muss ich auf jeden Fall achten, dass ich genug Sauerstoff noch habe. Tanksequenz aktiviert. Oder ich... Ah. Ja, komm. Dann müsst wir hier. Nur ein Viertel voll, aber das sollte reichen. Ja, dauert noch kurz. Irgendjemand hat die Treibstoffleitungen ziemlich durcheinander gebracht. Beeil dich, Isaac. Idris 7 ist schon ganz schön nah. Du stirbst mir hier nicht, Soldat. Was?
Vielleicht war das doch nicht so überdacht. Angreif! Na komm schon, kleines Mistvieh. Ich musste noch ran. Tut mir leid. Wo bist denn du jetzt hingesprungen? Ihr seid mir super, Gi. Ihr tut auch nicht Not. Na, wo geht's hin? Wir müssen noch zu Jack Daniels. So. Einmal ab mit der Fahrt, ne? 50 Sekunden hast du, um darüber zu kommen. Ah, da sehen wir auch. Jetzt entleert sich das Schiff und er gießt seinen Tankstoff in die Turbinen. Warum hört sich das so lecker an? Oder ist das unsere Lunge, die sich langsam zusammenzieht, weil wir echt keinen Sauerstoff mehr haben? Komm, du schaffst das. Du schaffst das. Ja, ich lass dich nicht nochmal so lange hier, versprochen. Oder vielleicht doch. Halt mal ein bisschen die Luft an. Sollte die doch irgendwie möglich sein, oder? Ja, komm, weil du so artig warst. Kriegst du nochmal was zum Atmen? Okay, da geht's auch hoch. Hier rechts an die Tür. Ja, die ist verschlossen. Ist belastend. Nicht mehr verschlossen. Macht mal hier kein Vakuum mehr. Hallo? Schließ ihn mal. So, schön. Sauerstoff. Habe ich doch auch einfach lieben gelernt. Find's auch immer schön, wie das rausgeflippt kommt. Das Game ist schon geil. Obwohl als nächstes. Dann, okay. Erstmal Geld ausgeben. Abprallsucher? What the fuck bist du und was zur Hölle seid ihr hier oben? Bring dieses Teil zur Werkbank, um ein Upgrade-Fahrt zu ergänzen, um ein spezielles Upgrade zu erhalten. Kinetische Ladeautomatik. Bringe dieses Teil. Ja. Abprallsucher. Oder ein Knoten. Wärmespeicher. Wo muss erstmal Upgrades? Upgrades, people. Upgrades. Mehr Upgrades, dann sind wir doch auch wieder zufrieden mit allem. Oder etwa nicht. 12 Schuss haben wir mit dem Ripper. Mehr brauchen wir nicht. Alter, what the fuck ist gerade mit der Kamera los? Jetzt geht's hier wieder. So, Aufzug. Mensch, diese Admin-Rechte könnte ich eigentlich auch gerne mal gebrauchen. Die scheinen ganz nützlich zu sein, wenn uns damit Tür und Riegel geöffnet werden. Ich find's komisch, wie einfach die Kamera immer weiter nach oben geht. Schönen guten Tag, haben Sie Zeit für unsere Meditationswarnung?
Nein. Ah, aber sie haben uns ein bisschen Trinkgeld hinterlassen. Das ist doch schon mal nett. Okay, warum wir eine Bombe hier haben? Ist fragwürdig. Aber nur leicht fragwürdig, keine Sorge. Nicht so, dass man irgendwie dafür verklagt werden könnte. Freigabe bestätigt. Ja, dann mach auf. Na, soll ich dich erlösen? Machst du schon selber, okay. Zwei Heilungskit. Hallo? Ist da wer? Nein? Cool. Ja. Sonst ist hier noch nichts los im Westflügel, ne? Hier schon komm, ich werde das Teil brauchen. Ist auf jeden Fall eine Werkbank. Und ein Textlog. Aha, F. Hello. Ist das? Das ist nicht zu lang. Dann waren leicht drüber, aber das geht noch. Mehr Abwesenheiten. Es sind nicht nur die Unitologen, die sich wegen religiöser Ausnahmeregelungen aus dem Staub machen. Sie verzeichnen erhebliche Lücken in der Rotation. Menschen, die wegen Schlafmangels krank werden, sich selbst Verletzungen zufügen oder verschwinden. Nach Ende ihrer Schicht kehren sie einfach nicht zurück. Jemand sagt, das Schiff sei angegriffen worden. Blödsinn. Wir sind am Arsch der Welt. Wer würde den Weg auf sich nehmen, um ein Abbauschiff anzugreifen? Und ja, der Captain ist tot. Aber Kermack sagt, es war ein Mitarbeiter von der Brücke. Ich schwöre euch, die Gerüchte auf diesem Deck sind außer Kontrolle. Update. Kontakt zur Brücke verloren. Kein Ricklink. Keine Sicherheitsleistung. Nichts. Keine Sicherheitsleitung. Entschuldigung. Okay. Das sind nicht nur Gerüchte. Scheiße. Ich steige aus, solange ich noch kann. Freigabe bestätigt.